Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Heute mal ein etwas anderes Genre und etwas anders als sonst üblich. Denn heute mal kein Video über Erste Hilfe, Notfallvorsorge, örtliches Hitten und Gebräuche, was es war, was es ist, was es sein wird, sondern heute nur ein kurzes Status-Update, denn wir ziehen um. Und wie wir umziehen. Wir ziehen von Tornisch nach Neuenbrook. Wir ziehen aus 140 Quadratmeter wunderschönem Haus, was inzwischen verkauft ist, auf einen Bauernhof und haben vorletzte Woche gerade festgestellt, wie marode die Elektrik gerade im obersten Stockwerk ist. Also haben wir letzte Woche noch mal eben sämtliche Wände aufgemacht. Das sind zum größten Teil halt Trockenbauwände. Das war unser ganz großer Vorteil. Nichtsdestotrotz ein Arsch voll Arbeit. Die Pferde sind schon umgezogen. Wir haben die Weide so weit hergerichtet, dass die Pferde umziehen konnten. Haben die jetzt alle am Haus. Und ja, es ist ziemlich cool. Es ist ein Arsch voll Arbeit. Aber es macht, muss ich zu meiner Schande gestehen, unfassbar viel Spaß. Und ein altes indianisches Sprichwort sagt, Trockenbau kann er noch. Wir haben versucht, Elektriker ranzukriegen, wir haben versucht, Trockenbauer ranzukriegen, wir haben es in der logischen oder in einer relativ kurzen Zeit logischerweise nicht mehr geschafft. Ein altes norddeutsches Sprichwort sagt, wenn du willst, dass etwas in deinem Sinne und nach Möglichkeit sofort geschieht, nimm einen Daumen aus dem Gesicht, stell das Nuckeln an und sieh zu, dass du fertig wirst. Für die Elektrik haben wir Gott sei Dank Freunde und Teile der erweiterten Familie und Familie bemühen können, die uns da liebevoll unterstützt haben. Wir haben in den ersten Tagen wirklich den gesamten ersten Stock soweit gestrippt. Wir haben die gesamte Elektrik rausgerissen. Die war nämlich feuergefährlich. Also für die Könlinge unter euch, ne? Ihr müsst euch vorstellen, 240 Quadratmeter Wohnfläche sind abgesichert insgesamt mit 3 Sicherungen. Für diejenigen, denen das nichts sagt, also das ist von tatsächlich legal und sicher ungefähr so weit entfernt wie der Mars von der Venus oder ein Schwein vom Weitsprung. Und das ist schon ganz schön amtlich. Wie gesagt, es ist ein Arsch voll Arbeit. Wir haben alles raus und jetzt kommt's. Wir haben die ersten beiden Zimmer auch so, dass da morgen gespachtelt, geschliffen und übermorgen tapeziert werden kann. Ich bin mir relativ sicher, dass wir bis Ende der Woche tatsächlich hinkriegen, dass wir den ersten Stock so weit wieder hinkriegen, dass der nicht aussieht wie ein verlassener Altbau Dresden 43, sondern dass man da tatsächlich drin wohnen kann, dass Farbe wieder an die Wände kommt, dass Tapete vor der Farbe logischerweise an die Wände kommt, dass die Dachschrägen isoliert sind und richtig isoliert und richtig die Isolierung auch verarbeitet ist. Auch das, was wir davor gefunden haben, war, sagen wir mal, Teilzeit optimal. Und ja, wir sind da schon recht guter Dinge und von daher, der Rechner ist abgebaut, Laptop war abgebaut, deswegen das Ganze jetzt auch über Smartphone. Oh mein Gott, mal gucken, was passiert. Also, ne, schlimmer geht immer. Und ab nächster Woche geht es dann tatsächlich wieder los mit entsprechenden Videos über Notfallvorsorge. Es sind jetzt auch gerade die Zahlen vom Deutschen Reanimationsregister von 2019 rausgekommen. Und die finde ich eigentlich ganz interessant. Ich kann da ja mal so einen kleinen zu lassen. Und zwar ist die Zahl der Reanimierten durch Laien im letzten Jahr gestiegen. Was ich nicht wusste, war, dass es diese Studie vom Deutschen Reanimationsregister jetzt seit 2014 gibt. Und die ist seitdem um über 20% gestiegen. Nach dem Video kann ich da das von und zu auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Ich finde es sehr spannend. Für die, die es nicht wussten, wir gehören inzwischen zu den Defi-Helden, also zu einem Netzwerk, was Verbreitung und Vertreibung von automatischen externen Defibrillatoren und der Schulung dazu tatsächlich unter die Leute bringt. Ich bin ja immer wieder angesprochen worden von wegen, ja, und du machst ja nur starke Blutung. Und warum machst du nicht auch mal irgendwie Herz-Lungen-Wiederbelebung? Ich habe mich ein paar Mal drüber ausgelassen. Auch da werden wir weitermachen. Auch da gibt es gerade im Rahmen von Corona das eine oder andere Update inzwischen auch ganz offiziell und irgendwie von ganz hoher Hand irgendwie abgesegnet.
Ich wollte da aber jetzt nicht irgendwelchen Scheiß irgendwie unter die Leute mischen, sondern wollte warten, bis das wirklich rund läuft und in trockenen Tüchern ist. Auch dazu werde ich mich weiter äußern. Mit ein bisschen Glück, Bergab und Rückenwind werden wir eventuell ab, jetzt muss ich mal nachdenken, August, also nächsten Monat, tatsächlich weitere Kurse hier dann bei uns tatsächlich in Neunbrook auf dem Gelände durchführen und durchführen können. Da geht es dann zum Beispiel um Notfallvorsorge. Ja. Also jetzt nicht irgendwie um, wie es so schön neudeutsch heißt, Preppen und Waffen, wir brauchen Waffen, sondern tatsächlich um, geht es um Dinge, die uns wirklich passieren können. Corona haben wir jetzt alle mitgekriegt und wir sind mittendrin statt nur dabei. Und wir müssen mal ehrlich sein, an uns ist der Kelch noch echt saugenschmatzend vorbeigerannt. Ne? Wenn wir uns mal Italien, Südfrankreich und Amerikanien angucken, das ist bei weitem nicht so lustig irgendwie über die Lippen gerollt. Und von daher wird es so den ein oder anderen Spruch geben, es wird was zur Notbevorratung geben, es wird über Notgepäck gesprochen werden. Ja, kann man jemand den Radlader von meiner Zunge fahren? Und viel, viel mehr. Na, ein Plan B in Richtung Elektrik für zu Hause, wenn denn tatsächlich mal längere Zeit Licht aus, Ton aus, alles weg, alles Schuhe, alles. Na, alle Scheiße, deine Elli. Und darum werden wir uns kümmern. Und ja, dann werden weitere Kurse folgen in Richtung medizinischem Training für entlegene Gebiete, aber auch eine besondere Form der Ersten Hilfe für den Bevölkerungsschutz. Denn seit Ende letzten Jahres möchte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine bestimmte Form von Erste Hilfe ausgebildet haben. Na, und ich möchte mich jetzt nicht irgendwie, ne, wer hat es erfunden? Aber es haben sich viele großkopferte Hilfsorganisationen auf die Fahne gekratzt. Ja, und müssen wir unbedingt. Na, deren Fußvölker und deren Ausbilder haben noch gar keinen Schimmer, was da auf die sie zukommt. Wer hat das Konzept dazu? Wer bildet es aus? Von daher, also es stehen unfassbar geile Dinge an, es stehen unfassbar geile Projekte an. Wir sind in der Nähe von Hannover zu besonderen Maßnahmen bei starken Blutungen und werden da eine kleine Hilfsorganisation, eine private, auch als Multiplikator in dem Thema schulen. Im August haben wir eine Erste-Hilfe-Ausbilderin bei uns zur Schulung. Als Multiplikator zum Thema besondere Maßnahmen bei starken Blutungen. Es laufen unfassbar spannende Dinge an. Wir haben eine Anfrage von der nächsten Rettungshundestaffel. Und wir sind da dran am Arbeiten, aber wir haben halt im Moment einen Kopf voll. Ich arbeite dran, ich habe es nicht aus den Augen verloren, ich habe es nicht vergessen. Ich habe euch im Loop, ich habe euch auf dem Schirm und ich lasse euch mit eurer Anfrage definitiv nicht alleine. Kinnings, das mal nur so ganz kurz, so unter Pastorentöchtern. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken, macht keinen Blödsinn da draußen, bleibt gesund und wir sehen uns dann demnächst eventuell sogar bei uns auf dem Hof, was ich sehr, sehr geil finde. Bis zum nächsten Mal. Nordheim und gestern in Kottenbrügge in Lackershameln, Vermont.